Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute vegetarische Küche. Vegetarismus war in Deutschland einer der Trends des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Bereits 1867 gründete der Pfarrer Eduard Balzer den Verein für natürliche Lebensweise. Und im Jahre 1892 entstand der heute noch existierende Deutsche Vegetarierbund. Aus dieser Zeit stammen auch die drei gezeigten Kochbücher. Die floralen Motive und Farben ordnen sie eindeutig dem Jugendstil zu. Im Buch von Hering scheint sich ein Fleischwolf eingeschlichen zu haben. Bei genauerem Hinsehen ist es jedoch eine Getreidemühle. Balzer starb bereits 1887. Das vegetarianische Kochbuch ist ihm also lediglich nachempfunden. Auf dem Frontispiz sehen wir eine Fotolithografie von ihm. Auch seiner Definition des Vegetarismus würden wohl viele heute noch zustimmen. Der Vegetarier isst kein Fleisch und nichts von geschlachtetem Tiere, weil er lebende Wesen, die gleich ihm Gefühl und Erinnerung haben, nicht töten mag, um sie zu verzehren. Gleichwohl gelten aber Eier, Milch und Honig als zulässig. Ein Ovolacto-Vegetarismus. Bei Hering ist die vegetarische Lehre ganzheitlicher und geht mit einer gesunden Ernährung einher. So soll auf Alkohol möglichst ganz verzichtet werden und auch vom starken Würzen und Salzen der Speisen wird abgeraten. Schulz weitet den Vegetarismus sogar noch auf eine asketische Lebensweise aus. Mäßigkeit, Arbeitsamkeit und Reinlichkeit erweitern seinen Vegetarismusbegriff. Sein Ziel? Eine körperliche und geistige Veredelung des Menschengeschlechts. Eine These, der sich in der Folgezeit auch die Nationalsozialisten bedienten. Wenn wir auf die Rezepte blicken, ähneln sich die drei Bücher wieder. Kartoffeln, Gemüse, Obst, Mehl und Eierspeisen. Soja oder Tofu gab es nicht. Auch Gerichte, die Fleischgerichten ähnelten, findet man nicht. Am Ende der Bücher, wie so oft, Werbung. Passenderweise hier für Bücher zum Thema Gesundheit, für Obst- und Gemüseproduzenten, aber auch für Sanatorien oder vegetarische Restaurants. Zum Nachkochen ein Gericht aus meiner Kindheit, das ich immer mit meiner Oma verbinden werde. Gebackene Grießklöße. Der wohlerfahrene Speismeister wünscht guten Appetit.